Fighter jetzt zwei Flugzeuge vom Typ Tornado in der ECR-Rolle Electronic Combat Reconnaissance zum Aufklären und Bekämpfen feindlicher Radarabstellungen, feindlicher Luftabwehr. Diese Maschinen sind speziell dafür ausgerüstet, um Luftabwehr zu erkennen, zu unterdrücken oder entsprechend zu bekämpfen. And now, running in again from the east, two specialized variants of the Tornado, the ECR, the Electronic Combat Reconnaissance Model, to perform a radar sweep and photographic sweep, a reconnaissance of the area. Ja, und jetzt, nachdem unsere beiden Eurofighter die Luftziele bekämpft haben, den Luftraum quasi gesäubert haben, die beiden ECR-Tornado die Bedrohung vom Boden erkannt, unterdrückt oder bekämpft haben, ist nun der Platz frei für zwei weitere Tornado in der IDS-Rolle, Interdiction Strike. Das sind also die Flugzeuge, die dann Bodenziele bekämpfen, Bodenziele angreifen. Oh, very low and very fast from the east now. The information from the two ECR Tornadoes has been passed to a ground station and uploaded to the Tornadoes. They've identified the target and the two IDS Interdictor Strike Tornadoes are now running in to strike the target. Sie jetzt an, genau, der Tornado hat diese sogenannten Schwenkflügel. Bei den beiden Flugzeugen sind sie jetzt ganz nach hinten, 67 Grad Stellung. Maintain the maximum possible speed over the target. Und das war jetzt eben ein typisches Angriffsprofil, in dem man auch Waffen eben auslösen könnte, Bodenziele bekämpfen könnte, in dieser Höhe, mit dieser Geschwindigkeit, um wirklich schnell auch wieder aus dem Ziel zu kommen. Und typischerweise kommt nach dem Angriff, wie auch jetzt, nochmal die Sweep-Kräfte zurück, das heißt, die beiden Eurofighter und die beiden ECR-Tornados sind jetzt schon wieder von links nach rechts. Ein Post-Strike-Sweep von den beiden Eurofighter. Ah, with the Tornadoes having hit the target, the Typhoons return to carry out a post-strike-Sweep. Und ganz zum Schluss noch einmal die beiden Tornado in der ECR-Rolle, in der Electronic Combat Reconnaissance. Zum letzten Überflug über das Zielgebiet, und Reconnaissance heißt ja auch Aufklärung, und man würde quasi jetzt noch, auch nochmal aus der Luft die Waffenwirkung, die vorher ausgelöst wurde, aufklären, ein sogenanntes Damage Assessment. Man würde sehen, ob das Ziel zerstört wurde, ob das Ziel erreicht ist, das man erreichen wollte mit dieser Aktion. Und dann ist diese Aktion mit insgesamt 6 Maschinen auch schon beendet. Well, the Typhoons haven't reported that the area is clear, running in now. The ECR Tornadoes, Electronic Combat Reconnaissance, to carry out a post-strike reconnaissance, what they call a damage assessment. Zwei Stunden mit Luftbetankung, um dann für wenige Minuten im Einsatzgebiet zu sein und diese Combined Air Operation durchzuführen und dann wieder lange Wege bis nach Hause, bis zur Homebase oder bis zur Basis, wo die entsprechenden Flugzeuge stationiert sind.